Ich bin gegangen. Warum? Ich hab dich nicht mehr verstanden. Du hast mir nie wirklich zugehört, das wissen wir schon lange. Und doch hast du mir Angst gemacht, weil ich dich so nicht kannte. Meistens warst du rational, diesmal scheint es anders. Eher so innerlich zerrissen, wo alles außergewöhnlich scheint. Beeindruckst du mich grad als gespaltene Persönlichkeit. Du meinst nicht, was du sagst, sagst nicht, was du meinst. So dass die Sprache, die uns einst verband, mittlerweile teilt. Aus deinem Träum dich wurde live ein, bleib lieber daheim. Es ist nur zu deinem Besten und dient als Solidaritätsbeweis. Ich zahl den Preis dafür, dass du mit Geld um dich schmeißt. War mein Freundeskreis früher mal tolerant und meinungsoffen. Wird heute nur noch selten freigesprochen. War ja zuletzt eher viel mehr kleingeschlossen. Leidgenossen, hast du dich auf mich eingeschossen? Geb ich den Kindern Deckung und pack die Koffer auf meine Kosten. War dein Heim, sowas wie dein Los, einfach so wächst man rein, wird dann groß, tanzt auf dem Seil. Wie viel Patriot darf man sein? Wo soll das noch hinführen, hab ich mich gefragt. Und jede Antwort, die ich mir selbst gab, endete in Desaster. Was ist nur aus dir geworden? Ständig machst du Welle. Für mich stehen unsere Kinder immer noch an erster Stelle. Doch das, was sie brauchen, das kannst du ihnen nicht geben. Mit dir ist wie auf Zelle, ohne dich allein im Regen. Die Ungewissheit nagt, war eine Qual. Die Scheiße macht mich fertig, frisst mich auch verdammt nochmal. Ich kann und will nicht mehr, bemühte mich um Clive und hatte das Gefühl, du sagst mir nicht die Wahrheit. Und falls das so war, tust du mir leid, jetzt schenk ich dir Verachtung statt meiner Lebenszeit. Ich bin gegangen, nicht ohne dir zu sagen, dass ich dich liebe in schlechten Zeiten deiner schwierigsten Krise. Was ich verloren hab, mein Lachen im Gesicht, Heimat, Hafen, Identität, ein Stück mich. Jesus war dein Heim, sowas wie dein Los, einfach so wächst man rein, wird dann groß, tanzt auf dem Seil. Wie viel Patriot darf man sein? Jesus war dein Heim, sowas wie dein Los, einfach so wächst man rein, wird dann groß. Es gibt Momente, in denen der Einzelne die moralische Pflicht hat, zu widersprechen und sich zu widersetzen. Das erkennt auch unsere Verfassung an. Und zwar, ich zitiere, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Nicht möglich ist. Nicht möglich ist. Nicht möglich ist.